Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hausflipper. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir haben uns ja ein neues Haus gekauft, weil ich mit meiner Aufgabe ein bisschen überfordert bin. Ein bisschen mehr. Und ja, aber inzwischen ist doch dieses gar nicht so unschöne Zwillingszimmer entstanden. Die Aufgabe war ein Kinderzimmer für einen Jungen und ein Mädchen in Rosa und Grün mit mindestens einem Hochbett und Hängedekoration, glaube ich, ne? Also Deckendekoration. Jetzt müssen wir bloß mal schauen. Ich bin ein bisschen verzweifelt, was das angeht, und habe ihn dann ein bisschen angefleht, so, wo ist diese Deckendekoration? Ja, und hoppala, Entschuldigung. Ja, ich soll gucken unter Anlässe. Bin ich der Meinung. Ich finde diesen Bären so wunderschön. Der kommt da jetzt noch irgendwie hin. Jetzt, wo ich den gerade so sehe. So. Genau, jetzt bin ich gespannt, ob ich entdecke, was ich entdecke. Ah ja, das ist eine Hängedekoration. Ernsthaft? Ich soll mit Spinnen arbeiten, wo ich doch Spinnen so unglaublich wunderschön finde. Nicht. Ja, schauen wir mal, ob das so... Okay, was gibt's noch? Das ist nichts Hängendes. Ist das auch was zum Hängen? Nee, das ist was zum Stellen. Okay. Weil jetzt so ein Spinnchen ist natürlich... jetzt gucken wir mal, was... Ah, okay. Nein, die kann man nicht. Kann man die nicht nehmen? Nein. Das ist Dekoration für... Aber das ist voll schön. Das ist voll schön. Jetzt hoffe ich nur, dass das... ja, das passt sogar. Voll toll. Ja, aber natürlich passt es jetzt da nicht hin. Das ist immer... Manchmal ist das Spiel ein bisschen doof. Ne? Aber gut, jetzt passt es da natürlich nicht mehr hin. Okay, dann verkaufen wir dich wieder, weil das ist doof. Jetzt ist bloß die Frage, kriege ich das dann da drüben in grün auf hin? Schauen wir mal. Ja, da ist es, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Dann machen wir hier... Der Tisch steht doof. Ich weiß, das ist jetzt keine Hängedekoration, also nicht in dem Sinne. Ja, so, jetzt gucken wir mal. Okay, ein Mistelzweig. Okay, Mistelzweig im Kinderzimmer finde ich jetzt nicht ganz so cool. Eiszapfen. Oh, hier gibt es aber leider keine in... Hä? Ach, das ist auch Wand. Aber das ist voll toll. Halt! Da war alles gut. So? Nee, nicht mit dem Hammer arbeiten. Das ist also auch Gelande, lange hängend. Aber das ist, glaube ich, auch ja, was für die Wand. Okay. Jetzt hast du ja schon wieder irgendwie was, ne? Da, hängende Eiszapfen. Das ist doch, das könnte doch auch nett. Doch. Nee. Ich verstehe es nicht. Nee, die kann man nur so hängen machen. Okay, und dann gibt es sie nicht mal in grün. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen irreführend ist, wenn da hängen steht. Dass man eigentlich davon ausgeht, dass das halt, ja, für die Decke ist. Aber, ja, wie du siehst, ne, es funktioniert nicht. Also es ist jetzt nicht so, als wenn ich das nicht wollen würde. Ich mache es jetzt einfach mal so ein bisschen höher. Aber, ja... Mehr kann ich da jetzt gar nicht tun. Ich meine, klar, ich kann hier jetzt auf jeden Fall noch so ein Spinnchen runterhängen lassen. Ich bin halt überhaupt kein Fan von Spinnen, ne? Aber der Junge bestimmt. Der Junge mag Spinnen. Deswegen ist es okay. Dann nehmen wir halt hier die Spinnen. Wow. Aber ansonsten... Was gibt's da noch? Verfluchte Puppe. Nee, du nicht. Das kannst du vergessen. Auf gar keinen Fall.
Ein bisschen schwierig. Ne, ist das was zum Hinstellen? Okay. Ja, hier haben wir noch Geist. Und da haben wir noch eine Fledermaus. Das ist jetzt natürlich jetzt nicht ganz so cool fürs Kinderzimmer. Aber gut, Mädchen ist jetzt halt so weihnachtsmäßig, ne? Und ja, ein hängender Hut. Das ist ein Pylon. Leute. So, der Zauberhut in die Ecke mit dir. Okay. Lieber Babas, ich hoffe, das ist in Ordnung, so wie es ist. Ich finde jetzt übertrieben viele Spinnen im Kinderzimmer aufzuhängen nicht ganz so cool. Aber hey, es hängen auf jeden Fall welche. Es ist auch noch eine Fledermaus und ein Geist dabei. Ich habe ein bisschen Weihnachtsdekoration hingehängt. Im Prinzip ja schon so ein Stück an die Decke, ne? Mit ein bisschen Fantasie habe ich die an die Decke festgemacht. Hust. Ja, genau. Aber ansonsten, ja. Sei mir nicht allzu bes, wenn das jetzt doch nicht allzu so das ist, was du dir jetzt vorgestellt hast. Ich glaube, ich hänge noch ein paar Decorations an. So gemäldemäßig gibt es doch auch so. Na, das ist halt doch grün. Doch, das ist schon. Das kann man schon. So. Muss ja dann schon so ein bisschen in das Rosa reingehen. Oh Gott, das ist ja so klein. So, ne, dass das nicht ganz so, ja, so nichts ist, ne, so ein bisschen, oh, ja, hier, das können wir auch noch dahin machen, das ist ein bisschen groß, aber das macht nichts, das können wir hier hin machen. Gibt es nochmal ein größeres, rosanes? Ne, ne, schade. Das wäre jetzt doof, ne, das ist doof. Ich würde mir erlauben, dieses Bild jetzt da mal ranzumachen, weil es ja schon so ein Stück weit rosa ist. Es ist ein bisschen gelb. Das ist halt jetzt, ja. Das sei mir verziehen. So, okay, gut. Dann würde ich jetzt aber auch die Finger von dem Spiel lassen. Also von dem Zimmer hier lassen. Ja. Ich finde es ganz nett so. Es gefällt mir so. Gut. Licht an, Licht aus. Okay, ich hoffe, das ist jetzt soweit ganz okay. Nicht böse sein. Ja. Ja, manchmal ist halt so, ne? Ja, gut. Okay. Ihr Lieben, es ist ja ein bisschen eine, ja, außergewöhnliche Situation aufgetaucht. Ich habe Urlaub. Und zwar also so richtig. Urlaub habe ich natürlich jetzt nicht in dem Sinne, weil ich bin ja sowieso zu Hause mit meinem Kleinen in der Elternzeit. Es ist aber so, dass wir uns entschieden haben, halt jetzt einige Zeit am Campingplatz zu verbringen. Und solange mein Mann jetzt dann noch Urlaub hat, jetzt ist er ja nicht mehr in der Elternzeit, jetzt hat er wirklich Urlaub. Und meine Mama kommt jetzt die Tage vorbei uns besuchen und bleibt doch bei unserem Campingplatz draußen. Und da ist das mit dem Aufnehmen ja etwas schwieriger. Es ist schon so, dass ich Möglichkeiten habe, aber nicht so wie zu Hause. Genau. Also das mit dem hier Hausflipper draußen am Campingplatz auf dem Laptop aufnehmen. Ich weiß nicht, inwieweit das wirklich funktioniert, inwieweit das wirklich gut ist. Habe ich eigentlich die Fenster sauber gemacht? Ja, ich glaube schon. Ja, sieht gut aus. Und deswegen habe ich mir überlegt, okay, ich werde es jetzt so machen, dass ich Hausflipper jetzt mal für circa 2 Wochen pausiere, beziehungsweise diese Folge müsste jetzt am Mittwoch, dem 17., 18., 19. kommen, 19. August. Und ich schätze mal, dass bis, ja, doch, ich denke, 10 Tage werden es wahrscheinlich schon werden. Also meine Mama bleibt auf jeden Fall bis Mittwoch, dem, oh, schieß mich tot, 22, 23, 24, 25, 26. bleibt sie. Ich vermute, dass wir am 26. abends dann nach Hause fahren und ich eventuell dann am 27.
die Möglichkeit habe, aufzunehmen. Und oh, grün. Nee, ich glaube nicht. Genau. Ja, am 27. aufnehmen. Das heißt, circa am 28., 29. oder was mit Rändern und allem drum und dran, könnte es sein, dass es dann wieder Folgen gibt. Von House Flipper, denn ich habe mir jetzt zwei große Projekte gekauft, zwei große Häuser, und die möchte ich natürlich schon irgendwo ja auch fertig machen. Und ja, das wäre mir persönlich schon wichtig. Und mir macht das Spiel einfach auch nach wie vor viel zu viel Spaß, um da jetzt das einfach mal so ja ad acta zu legen. Das möchte ich nicht. Und deswegen, genau, pausiere ich House Flipper. Dafür möchte ich aber, upsie, etwas anderes ausprobieren. Und zwar möchte ich dann ausprobieren, dass ich am Laptop wirklich mal ein sozusagen Urlaubsprojekt aufnehme. Ich habe vor, ein kleineres Spiel zu nehmen, was eben halt noch nicht so da, also das ist noch nicht so, das jetzt halt noch so ein bisschen in die Alpha-Richtung, in der Alpha ist, ne? Und habe mir überlegt, dass ich das jetzt dann, boah, das ist aber schon krass, ne? Und möchte das eben halt versuchen, auf dem Laptop aufzunehmen, um dann ja, aufnehmen, rendern und sowas, ne? Und vielleicht funktioniert es ja, dass ich ja das halt so als Urlaubsprojekt gestartet wird, ne? So, ich habe noch nicht mit dem Laptop aufgenommen. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich werde es ausprobieren. Und zwar werde ich das schon heute Abend ausprobieren. Und ab Donnerstag soll dann im Prinzip dieses kleine Urlaubsprojekt ja kommen. Es ist halt so, dass ich am Campingplatz ein bisschen flexibler mit den Zeiten bin, weil ich einfach die Oma auch da habe, die jetzt bis Samstag noch draußen sind. Und ja, ein paar Freunde, die dann halt alle so ein bisschen den Kleinen bespaßen können. Ja. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Das, ja, lasst euch da überraschen. Ich werde euch auf Facebook, Instagram und Discord auf jeden Fall informieren, was das angeht. Und ansonsten, für den absoluten Notfall würde ich wahrscheinlich schon mal mit den ersten Folgen von Dragon Quest Builders 2 anfangen. Da habe ich ja jetzt ein bisschen was aufgenommen. Ich hatte eigentlich ich hatte einen Stream gemacht, den ich aufteilen wollte in viele Folgen. Ja, dummerweise ist das irgendwie, habe ich da so ein bisschen auf die Pausen, ich habe die Pausen total ignoriert, dass ich zwischendurch einfach mal so ein bisschen, ne, ich habe an zwei Stellen habe ich es gemacht und an drei Stellen dann wieder nicht. Und ja, ist dann irgendwie so ein bisschen nach hinten losgegangen. Mit dem, okay, machen wir mal den Stream und teilen den hinterher auf Facebook. Das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Genau, jetzt werde ich wahrscheinlich gucken, dass ich es doch so mache, dass ich den Stream komplett hochlade. Dann habt ihr, ich glaube, 2 Stunden einfach mal Dragon Quest Builders 2 und 4 Folgen vorher schon. Genau, das wäre jetzt so die Alternative, weil die Folgen habe ich schon. Das Rendern ist am Campingplatz kein Problem, weil am Laptop, das ist ja wurscht, der braucht kein Internet oder sowas, ne? Und ja, jetzt seid ihr hoffentlich soweit auf dem neuesten Stand und ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen zu erwähnen. Ja, hoffe ich, dass das jetzt so, oh, es ist wahrscheinlich ein bisschen zu dunkel, ne? Wenn ich das jetzt mache, nee, das gefällt mir nicht. Dunkelgrau. Oh, dunkelgrau kann man nehmen. Genau. So, ich habe jetzt angekündigt. House Flipper macht eine Pause. Ja. Ich mache ein Urlaubsprojekt. Und welches, ja. Surprise, surprise. Das muss ich erstmal ausprobieren. Welches? Das teile ich euch auch mit auf Facebook, Instagram und Discord.
Und ich habe euch mitgeteilt, dass das dann wahrscheinlich ab Donnerstag oder Freitag kommen würde. Ich glaube, die grauen Blumen passen ganz gut, ja. Genau, und dass es dann Ende August mit Hausflipper weitergeht. Und ich hoffe, da der Kleine jetzt auch endlich ein bisschen besser schläft, ich hoffe und wünsche mir sehr, dass ich dann auch wieder Zeit habe für zwei Projekte. Also, dass dann eigentlich im Prinzip auch wieder zwei Folgen pro Tag kommen. Also, das wäre schon cool. Wäre toll. Würde ich mich freuen drüber. Genau. Boah, sieht gar nicht so schlecht aus. Cool. Ja. So jetzt der Stand der Dinge. Also, unbedingt in den Kommentaren, nicht in den Kommentaren, sondern in der Beschreibung steht auf jeden Fall alle Links. Sollte irgendwas nicht richtig passen oder was, weil Discord spinnt immer so ein bisschen. Ich versuche das nochmal ein bisschen zu gucken, dass ich da mal einen neuen Link mache. Sollte das nicht passen, schreibt es in die Kommentare. Dann kann ich euch gerne einen neuen Link geben. Das ist überhaupt kein Thema. Bitten, genau. Und ja, dann machen wir jetzt hier auf jeden Fall mal das Schlafzimmer noch weiter. Ich kann heute leider nicht ganz so viel aufnehmen, weil mein Mann kommt jetzt dann gleich. Oh, das ist cool. Und genau. Von daher müssen wir da jetzt heute ein bisschen vorlieb nehmen, es ein bisschen kurz und schmerzlos zu machen. Seid's mir nicht böse. Ne? Aber ich gebe mir allergrößte Mühe dafür, dass das alles andere dann halt wieder ein bisschen besser klappt. Okay? Kriegen wir hin. Genau. So, jetzt machen wir hier noch einen kleiner Tisch. Das ist ja cool. Den kannte ich noch nicht. Schwarzes Holz, dunkles Holz. Ich glaube, dunkles Holz ist besser, ne? Ja, es sieht halt so braun aus, ne? Irgendwie. Eigentlich war es angegeben als schwarz, aber wenn ich jetzt schwarz nehme, ist das schon anders. Das ist eher so ein dunkles Braun. Aber ein dunkles Braun habe ich hier nicht. Das ist dunkles Holz. Das ist, das könnte. Nee, das ist schon wieder ein bisschen heller. Hi, Spiel, ne? Das ist wieder. Ah ja, der hier sieht doch. Und typisch für mich, ne? Nicht kaufe viele, sondern kaufe jetzt. Okay, ja, ich glaube, du musst noch eins rüber. So, genau. Okay. Ja, doch, ist doch eigentlich ganz hübsch. Jetzt müssen wir mal nach dem Schränkchen gucken. Dum, dum, dum. Achso, hier kann man ja nochmal Kommode. Nee, ich hätte gern eigentlich so einen. Ja, hier so einen Standardschrank. Ah, das ist Sapeli. Nee, Sapeli ist eigentlich nicht so schön. Ja, nehmen wir mal helle Griffe, ne? Das ist aber schon ziemlich hässlich. graues Holz. Naja, gut, man könnte natürlich sagen, man nimmt halt so einen. Nee, Stahl nicht. Graues Holz. Und damit es ein bisschen heller wird. Oh, das sieht nicht so toll aus. Ah, das ist jetzt irgendwie doof. Ein stilvoller Schrank. Ich glaube, ich werde das Bett gleich nochmal ändern. Dunkles Holz. Schauen wir mal. Griffe? Nee, die Griffe lassen wir mal so. Verzierungen. Dunkles Holz. Ja, das passt auf jeden Fall zu dem da hinten ganz gut. Ja, so passt da glaube ich nicht mehr. Nee. Das macht aber nichts. Das ist okay. Nu, lässt du dich doch jetzt bitte platzieren? Drückt schon ein bisschen, ne? Was passiert, wenn wir das Bett einfach so hinstellen? Nix, da ist genug Platz. Das ist cool. Ja gut, du kommst halt hinten nicht mehr hin, ne? Aber gut, wir hatten ja gesagt, ne? Es muss beim Schlafzimmer kein großes Bett sein oder kein großes Zimmer sein, weil da schläft man ja normalerweise nur. So. Okay. Jo, das ist doch in Ordnung. Dann kann man hier theoretisch sogar noch mal irgendwie was hinmachen, wenn man das dann möchte. Genau. Ja,
Aber was wir dann dahin machen, das, tja, das gibt's jetzt dann halt erst das nächste Mal, ihr Lieben. Denn heute muss ich mich ein bisschen ranhalten. Jetzt müsste gleich unser Essen kommen. Wir waren heute nämlich faul und heute gibt es etwas Bestelltes. Macht man eigentlich neben dem Dingsbums, aber das können wir hier nochmal machen. Schwarzes Holz, dunkles Holz, schwarz, Zeder, Silber. So, genau. Einen Pflänzchen mache ich noch und dann setze ich mal noch. Oh, kann man den hier hin machen? Ich finde die eigentlich voll schön, aber nee, die ist eigentlich zu groß. Ich finde das immer so schade, ne? Ja, die passt nicht so gut. Müssen wir uns was anderes, was Flacheres überlegen. Hier so ein großer Gummibaum. Der müsste doch eigentlich passen. Genau. Okay. So. Die Lampe noch. Hoppala. Lampe. Deckenlampe. Und dann nehmen wir Solarkronleuchter. Oh, warum nicht? Muss mal was anderes. Habe ich hier einen Lichtschalter drin? Ja. Hat es jetzt echt die Sicherung rausgehängt? Oder liegt es, weil es Solar ist? Na toll. Ich glaube, es hat die Sicherung rausgehauen. Ja, na gut. Ihr Lieben, ich bedanke mich trotzdem ganz herzlich fürs Zuschauen und freue mich, dass ihr dabei wart. Seid geduldig mit mir. Ich sorge dafür, dass alles wieder beim Alten ist, sobald die nächsten 2 Wochen noch rum sind. Ja, lasst doch gerne trotzdem einen Daumen nach oben da und wer noch nicht abonniert hat, Abo-Knopf drücken. Kommentare sind eh immer gern gesehen. Und ja, dann freue ich mich auf die nächste Folge Hausflipper mit euch, auch wenn es noch ein paar Tage dauert. Ja, kriegen wir hin. Gut, alles Gute für euch. Wir sehen uns. Ciao, ciao.